Okay, Aufnahme läuft. Gut, also dann fangen wir nochmal an. Trotz Klimaprobleme, herzlich willkommen zum Vortrag. Barrierefreies Linux bzw. barrierefreies GNOME, so als Untertitel. Sind ja doch einige gekommen und fangen wir ein bisschen verspätet an. Es ist ja der letzte Vortrag, also daher, abgehört beim Grillen, ist immer am Anfang die längste Schlange. Also vielleicht ist die Schlange dann kürzer geworden, wenn es nicht ganz ins Wasser gefallen ist. Ja, und bei was wird es nun heute genau gehen, beziehungsweise wie werde ich vorgehen? Als erstes werde ich so ein bisschen was zu Screenreadern im Allgemeinen sagen. Und als erste Kategorie habe ich so, was ist ein Screenreader nicht? Denn ich denke, viele haben gar nicht die Vorstellung oder eine falsche Vorstellung von dem, was ein Screenreader denn nun genau ist. Ja, nachdem ich gesagt habe, was ein Screenreader nicht ist, dann komme ich auch dazu, was ein Screenreader ist, um das dann genauer eingrenzen zu können. Ja, anschließend werde ich kurz was dazu sagen, was für Screenreader es überhaupt gibt. Und da gibt es eben auch Unterschiede in Linux im Bereich Konsole und grafische Screenreader. Darauf werde ich dann kurz eingehen. Und dann zum Thema, wo liegen die Probleme, wo gibt es Schwierigkeiten, wo kann man was verbessern. Ja, und zuletzt hätte ich eigentlich noch vorführen wollen, ein paar praktische Hinweise zu Orca, was funktioniert nicht. Das müssen wir dann mal sehen, inwieweit das Sinn macht. Denn am eindrucksvollsten ist es natürlich immer dann, wenn man auch das passende Bild dazu sieht. Ist jetzt nicht der Fall, also müssen wir dann mal sehen, was wir dann nun genau daraus machen, wenn wir so weit gekommen sind. Ja, was ist ein Screenreader nicht? Ein Screenreader ist kein Sprachsynthesizer und auch kein Text-to-Speech-System. Also das ist nicht einfach so, dass man Texte über Sprache hörbar macht, was ja auch häufig bei Telefonanlagen oder wie auch immer gewünscht wird, oder ein E-Mail-to-Speech-Gateway, also dass man sich eine E-Mail einfach vorlesen lassen kann. Das hat nichts mit einem Screenreader zu tun. Es ist auch kein Braille-Treiber. Also eine Braille-Zeile, die ich hier vorne stehen habe, wer danach nochmal sich eine angucken möchte, kann gerne vorkommen und so ein Gerät mal live unter die Finger nehmen und unter die Lupe nehmen und sich das mal angucken. Ich denke, viele bekommen nicht oft die Möglichkeit dazu. Also nachher haben sie dann die Möglichkeit. Also es ist auch kein Braille-Treiber, dass einfach Sachen dargestellt werden. Oftmals macht das ein Screenreader, aber ein Braille-Treiber ist es trotzdem nicht. Es ist auch keine Bildschirmlupe und auch keine Bildschirmvergrößerung. Das gehört zwar auch irgendwie dazu, aber es ist keine Bildschirmvergrößerung. Das ist ganz klar zu sagen. Ja, was ist denn dann nun eigentlich ein Screenreader? Also erstmal kann man sagen, auf Neudeutsch oder überhaupt auf Deutsch übersetzt, ein Bildschirmleseprogramm. Relativ einfach und simpel, Screenreader. Was stellt es zur Verfügung? Ja, eigentlich eine alternative Benutzerschnittstelle. Also im Grunde wird der Bildschirm ausgelesen und wird dann alternativ über zum Beispiel eine Braillezeile oder statt eines Bildschirms eben über Sprachausgabe wiedergegeben. Der Screenreader macht also nichts anderes, wie Daten am Bildschirm abzugreifen. Es gibt verschiedene Techniken. Unter Windows zum Beispiel wird eine virtuelle Grafikkarte installiert, um die Daten an der Grafikkarte abgreifen zu können. Unter Linux werden entsprechende APIs benötigt, die dann entsprechend die Informationen an den einzelnen Schnittstellen bei den Programmen abholen, aufbereiten, zum Beispiel dann die Information bekommen, wo ist der Fokus, was ist das jetzt für ein Fenster, was gibt es da für Bedienelemente, also so ein typisches Dialogfeld, wo man dann OK-Button hat, ein Abbrechen und dann noch irgendwas zum Anhaken. Diese Information bekommt der Screenreader von den APIs, bereitet die auf, wenn es denn nötig ist, zum Beispiel Bilder werden rausgefiltert, klar, macht ja keinen Sinn, ein Blinder kann mit Bildern nichts anfangen, also werden sie rausgefiltert und dann entsprechend an eine Braillezeile bzw. an eine Sprachausgabe übergeben. Oder eben auch, das möchte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen, an eine entsprechende Vergrößerung.
Andersrum kann natürlich auch ein Screenreader Daten an Systemdienste weitergeben. Also es gibt die Möglichkeit, in gewisser Weise zumindest, auch über eine Braillezeile bestimmte Systemfunktionen zu steuern. Also dass man dort Eingaben macht, zum Beispiel ziehe den Cursor zu Position XY auf einer Zeile. Also kann der Screenreader eben auch Daten von einem Gerät annehmen und an das System weitergeben. Ja, welche Screenreader gibt es? Wie gesagt, zuerst die Unterscheidung zwischen Konsolen-Screenreader und grafische oder GUI-Screenreader. Ein Konsolen-Screenreader hat natürlich in dem Sinne andere Aufgaben, beziehungsweise die Aufgaben sind nicht so umfangreich. Ein grafischer Screenreader hat natürlich viel mehr Bilder, die ausgeblendet werden müssen. Die Maus spielt hier eine größere Rolle. Das hat man auf der Konsole in dem Umfang natürlich nicht. Daher sind Konsolen-Screenreader einfacher gestrickt und nicht so aufwendig. Als ersten Konsolen-Screenreader möchte ich SBL hier anführen. SBL ist die Abkürzung für SUSE Linux. Der wurde von der Firma, wie schon im Namen heißt, SUSE entwickelt. Und ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber in der Konsole doch sehr mächtig. Zumal viele Funktionen verfügbar sind, die unter anderen Screenreadern in einer Konsole nicht direkt verfügbar sind. So können zum Beispiel anwendungsspezifische Profile geladen werden. Also es gibt Anwendungen in der Konsole, die zwar doch am ersten Blick sehr ähnlich sind, aber doch unterschiedliche Funktionen haben. Also zum Beispiel bekanntes Problem ist das Soft- oder Hard-Cursor-Problem. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es nicht direkt sieht. Der Soft-Cursor ist schlicht und ergreifend ein Cursor, der durch eine unterstrichene Linie bzw. eben visuell durch Farbhervorhebung sichtbar wird. Der Hard-Cursor ist der ganz normale System-Cursor, wie er halt in der Shell ganz normal sichtbar ist. Und diese unterschiedlichen Cursor-Arten können dann eben über unterschiedliche Profile, die in Anwendungen geladen werden, besser gehandelt werden. Weil zum Beispiel im MC, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, aber im MC Midnight Commander ist es eben so, dass der ein Softcursor verwendet und nicht den Hardcursor wie auf der Konsole, und da muss eben dem Screenreader klar gemacht werden, was jetzt eigentlich der Cursor ist. Bisschen kompliziert, aber ich hoffe, doch ein bisschen verständlich. Der bekannteste Konsolen-Screenreader ist BrailleTTY. Ist auch schon recht lange entwickelt, gibt auch immer wieder Updates und ist in sehr vielen Distributionen verfügbar. In Debian schon lange drin, Ubuntu drin. Oh, das bin ich, fürchte ich. Ich war eigentlich, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. War gerade nur eine SMS. Naja, gut. Also, BrailleTTY, wird stetig weiterentwickelt, ist sehr verbreitet. Ich denke, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Es gibt eine API vielleicht noch in dem Sinne von BrailleTTY, womit man unter X, die Screenreader unter X, die Braillezeilen eben ansteuern. Die Screenreader unter X machen sich nicht die Mühe, einen eigenen Braille-Driver zu schreiben, sondern die greifen auf der API von BrailleTTY zurück. So, dann zu den Screenreadern unter X. Also in der Konsole gibt es vielleicht noch ein paar, die ich jetzt hier einfach nicht benenne, weil sie, denke ich, nicht so wichtig sind, nicht so bekannt sind und auch nicht so leistungsfähig sind. Ja, unter X, der erste Screenreader, den so für X entwickelt wurde, war Gnopernicus. Er wurde von der Firma Baum entwickelt, gemeinsam mit Sun. Und dieser Screenreader konnte schon relativ viel, war schon sehr leistungsfähig. Das Problem bei dem Screenreader war, dass der Screenreader darauf gesetzt hat, dass die Anwendungen alle Informationen liefern. Also zum Beispiel, wo befindet sich ein Dialogfeld, was gibt es in dem Dialogfeld und so weiter. Leider hat sich herausgestellt, dass eben viele Anwendungen nicht so freundlich programmiert werden und nicht die Schnittstellen alle zur Verfügung stehen, beziehungsweise von den Programmierern nicht genutzt werden, komplett.
Also muss man doch ein bisschen über Skripte rausbekommen mit erraten, so wo ist jetzt der Fokus, was gibt es so um den Fokus drumherum, und das konnte der Screenreader Copernicus nicht leisten. Deswegen ist das Projekt vor, ich schätze mal, 3-4 Jahren eingestellt worden, weil man eben nicht so wirklich weiterkam. Ein anderer Screenreader ist der LSR, Linux Screenreader, also vom Namen her ziemlich unkompliziert, wurde von IBM entwickelt. Und ja, dieser Screenreader war skriptbar, er ist in Python geschrieben und somit konnte man relativ einfach um eine Anwendung drumherum skripten, wenn eine Anwendung nicht sich an die Schnittstellen gehalten hat. Tja, allerdings wurde auch hier die Entwicklung dann relativ schnell eingestellt, aus dem Grund, weil dann Orca kam. Und Orca war technisch gesehen eben schon weiter, konnte mehr. Und deswegen hat IBM die Entwicklung eingestellt. Ich denke auch eben mal, es war nicht so wirklich die Community vorhanden. Und ich denke, das war so der Grund, warum es dann eigentlich eingestellt wurde. Der Source Code ist aber noch im GNOME, also ist als GNOME-Projekt gehostet, also es ist noch nachzuvollziehen, was dort entwickelt wurde. Und dann kommen wir zu meinem, naja, ich sag mal, persönlichen Problemkind, einem Screenreader namens Sue. Dieser Screenreader ist ein Fork vom LSR, wurde aufgegriffen von einer Firma, von dem IT Science Center Rügen, in Zusammenarbeit mit Arbeit mit der Universität Karlsruhe. Dieses Projekt wurde vom Bund ausgeschrieben, ist mit 750.000 Euro gefördert vom Ministerium für Arbeit und Soziales. Und dieser Screenreader, dieses Projekt begann vor gut 1,5 Jahren, denke ich, also ungefähr 1,5 Jahren, im Januar vor einem Jahr. Und sie haben sich entschieden, die Grundlage vom LSR zu verwenden, um einen Screenreader für X zu entwickeln. Was soll ich dazu sagen? Leider geht das Projekt nicht so wirklich vorwärts, beziehungsweise der Source Code steht seit Anfang Juli 2008 bei SourceForge bereit. Allerdings ja, ist es ein bisschen kritisch zu sehen. Sie haben halt die Grundlage vom LSR benutzt. Die meisten Änderungen, ich muss ein bisschen mit Vorsicht genießen, die meisten Änderungen, die ich bis jetzt absehen konnte, ist schlicht und ergreifend, dass Copyright ergänzt wurde. Und ich will niemandem ungerecht werden, aber ich habe das noch nicht bis zum letzten durchgeprüft, aber bis jetzt scheinbar wurden nur Copyrights hinzugefügt und naja, die Anpassung von Python 2.4 auf Python 2.5 vorgenommen. Wenn ich das so beurteilen kann, weiß ich, will mir da mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist ein bisschen schwierig. Also daher denke ich, ist noch nicht so ganz klar, wie lange das Projekt noch fortgeführt werden kann, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und mir macht es ein bisschen, es ist halt ein bisschen schade, finde ich, dass man 750.000 Euro einfach verwendet und im Moment so in der Community der Eindruck entsteht, die Gelder wurden, um es knallhart auszudrücken, veruntreut. Wir wissen es nicht, wir können es noch nicht so ganz bestätigen, aber die Untersuchungen gehen im Moment so von Seiten der Community in die Richtung. Muss man knallhart sagen. Gut, so viel zu dem Screenreader. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Screenreader, der noch am leistungsfähigsten ist, nämlich Orca. Orca ist eben vor eben 3-4 Jahren entstanden. Aufgrund, dass Copernicus nicht wirklich funktioniert hat, LSR anscheinend nicht so weiter vorwärts kam, wie man sich das gedacht hat. Also wurde Orca entwickelt. Orca basiert auch auf Python. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich ist das das Problem, warum es so langsam ist. Aber prinzipiell ist schon mal Orca sehr weit entwickelt. Es lässt sich OpenOffice, der Writer, sehr gut bedienen. Tabellenkalkulation mit OpenOffice ist zu einem bestimmten Grad auch möglich. Und solche Dinge wie E-Mail mit Thunderbird geht. Wobei ich sagen muss, also werde von Matt nicht wegkommen als E-Mail-Client, von der Konsole einfach durch die Leistungsfähigkeit. Habe mich halt dran gewöhnt und ich finde trotz grafischer Screenreader irgendwie, es geht doch nicht über eine Konsole, aber das ist meine persönliche Einstellung.
Trotzdem, also Thunderbird geht, Firefox 3 geht, doch sehr gut. Ich bin positiv überrascht, wie gut es funktioniert. Man kann sogar bei YouTube ein Video angucken, auch wenn das für Blinde vielleicht der visuelle Effekt nicht wirklich interessant ist. Aber es gibt ja eben bei YouTube auch mehr wie nur visuelle Videos, eben auch was zum Hören. Und ich denke, wenn man auf YouTube zurechtkommt, dann ist das doch schon wirklich ein Pluspunkt. Und eben auch andere Seiten sind mit Orca und Firefox sehr gut zu bedienen. Klar, die ganzen GNOME-Anwendungen rundherum, also GNOME Desktop und eben GNOME Panels, was es so gibt, die Einstellungen sind weitgehend alle zu benutzen. Auch die Konsole, also das GNOME Terminal, funktioniert. Pidgin als Multi-Messenger-Client ist kein Problem, also ICQ und so prima, sehr gut. Also da ist es doch sehr weit fortgeschritten. Da bin ich doch positiv überrascht. Vielleicht, das sind jetzt erstmal so die Screenreader, die ich vorstellen wollte. Ich möchte hier am Rand jetzt nochmal ein paar Sätze sagen, weil ich auch heute Morgen darauf angesprochen wurde, was ich so, ich persönlich nicht dachte, dass das wirklich dazugehört, aber es spricht sich eben doch rum, und zwar spreche ich von Adriane. Vielleicht hat der eine oder andere was davon gehört. Adriane ist ein System, das von Klaus Knopper entwickelt wurde und eben auch auf den Knoppix-CDs mit drauf ist. Adriane ist kein Screenreader, das muss man ausdrücklich sagen. Es ist kein Screenreader. Es ist lediglich eine Menüstruktur, es basiert auf der Konsole und wurde mit N-Cursors programmiert. Und Adriane basiert eben auf N-Cursors Menüs und stellt anhand von einer einfachen Menüstruktur, anhand von verschiedenen Aufgabenmodellen, ganz simpel eine Struktur dar und bietet Anwendungen an, die entsprechend vorkonfiguriert wurden. Also man hat zum Beispiel einen Menüpunkt E-Mail schreiben und dann geht Mut auf. Oder man hat eben einen Menüpunkt Surfen im Internet, da wird dann E-Links benutzt als Textbrowser. Also relativ einfach strukturiert für Leute, die mit Computern nicht viel zu tun haben und für die das alles Neuland ist, sicherlich eine interessante Alternative, zumal es auch nicht viel Rechenleistung und Sachen drumherum braucht. Es ist halt nicht visuell aufgebaut und nicht aufgeblauscht, sondern es hat halt die einfachsten Funktionen konsolenmäßig zusammengefasst auf der Konsole eben. Als Screenreader arbeitet hier im Hintergrund SBL, also SUSE Linux, mit Sprachausgabe eSpeak. Vielleicht so viel erstmal zu Adriane. Wenn es da Fragen gibt, ich habe selber mir, wenn ich ehrlich bin, noch nicht wirklich genau untersucht und angeguckt. Aber ich denke, so das Prinzip kann ich einige Fragen zu beantworten. Ansonsten, der Klaus Knopper freut sich sicherlich über die eine oder andere Mail. Auch wenn man da ein bisschen warten muss, weil in der Hülle und Fülle von den Mails, die er bekommt, die eine oder andere auch untergehen kann. Trotzdem wollte ich das kurz erwähnen. Ja, wo liegen die Probleme? Das eine Problem ist, und das ist schon immer wieder angeklungen, die Softwarewelt ist nicht perfekt. Also die Entwickler setzen eben nicht unbedingt auf die APIs, die bereitstehen, die man vielleicht nehmen sollte. Da ist es halt das Problem, dass der Screenreader immer nachforschen muss, was gibt es hier für Dialoge, was sind hier für Elemente, wo ist gerade der Fokus. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, Fokus. Wo setzt man den Fokus hin? In grafischen Applikationen meistens so und so schon relativ sinnvoll gemacht. Wenn man Speichern unter- oder einen öffnen Dialog hat, ist es natürlich logisch und eigentlich auch immer der Fall, dass der Fokus automatisch im Feld vom Dateiname sitzt, wo man eben den Dateiname eingeben kann. In der Konsole ist es eben leider nicht unbedingt so, wenn der Fokus nicht zwingend gebraucht wird, dann wird der irgendwo hingesetzt, geparkt. Und weil eben Screenreader dazu ausgelegt sind und immer erstmal vom Prinzip her den Fokus verfolgen. Weil da, wo der Fokus steht, ist auch immer das Interessante in der Regel. Und deswegen ist es wichtig, den Fokus auch sinnvoll zu platzieren. Ein Problem ist eben noch die verschiedenen Entwickler-Toolkits, die es so gibt. Also so die im Moment im Gegensatz stehen, ist einfach Qt und GTK. Und in GNOME gibt es halt viele GTK-Anwendungen deshalb, und GTK ist an sich
barrierefrei, das funktioniert. Also Anwendungen, die in GTK geschrieben sind, machen keine Probleme bis jetzt. Das Problem ist, dass alle Anwendungen, die in Qt geschrieben sind, für Screenreader so erstmal nicht zugänglich sind. Also zum Beispiel Skype tut gar nicht. Andere Anwendungen, also KDE-Anwendungen sind in der Regel alle in Qt geschrieben, die funktionieren eben leider nicht. Ja, und ja, man hat eben die passende Schnittstelle nicht. Also Orca setzt auf ATSPI auf und ATSPI hängt wieder mit GTK zusammen. Es gibt halt im Moment die von Nokia wurde das, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Nokia das nur gesponsert hat oder selbst dran entwickelt, gibt es halt im Moment ein Bestreben, ATSPI auch auf Qt zu konvertieren, beziehungsweise eine API dazwischen zu bauen, damit eben auch Qt-Anwendungen dann bedienbar sind. Da fehlt einfach die API, die im Moment nachprogrammiert wird. Ja, dann ist eben auch ein Problem die Performance, dass Orca eben relativ langsam ist. Also im Vergleich zu Screenreader und Windows kommt es halt an der Geschwindigkeit nicht wirklich mit. Jetzt weiß ich selber noch nicht so ganz genau, woran das liegt. Ich vermute, dass es einfach daran liegt, dass Python an sich relativ langsam ist. Jetzt habe ich kürzlich gehört, dass es wohl einen Beschleuniger für Python gibt. Das werde ich jetzt als nächstes dann mal testen. Nachdem der Test mit dem Beamer durch ist, werde ich mich der Situation, denke ich mal, widmen und mal probieren, ob man mit einem Python-Beschleuniger das Ganze nicht etwas beschleunigen kann. Besonders extreme Auswirkungen hat es natürlich bei Webseiten im Firefox, die sehr mächtig sind. Also wenn man dann 600, 700 Links hat, die dann doch alles sehr lang nach unten geht, dann kann man halt nicht schnell die ganze Geschichte überblättern, weil wenn man schnell nach unten blättert, ist eben das Problem, dass der Screenreader nicht mitkommt und dann friert entweder der Screenreader ein, im schlimmsten Fall das ganze X ein, weil der Screenreader dann, Orca ist so tief drin, da lässt sich dann nicht viel machen. Also das, da gibt es einfach Performance-Probleme. Ich denke, die müssen langfristig noch gelöst werden. Wenn die gelöst sind, dann denke ich, sind wir wirklich, brauche ich auch gar kein Windows mehr und gut, dazu kommt vielleicht noch das vollständigkeitshalber zu erwähnen, warum ich leider immer noch ein bisschen Windows einsetzen muss. Schlicht und ergreifend gibt es für Linux keine vernünftige OCR. Und für Blinde ist natürlich Texterkennung über OCR und Scanner absolut notwendig. Die ganze OCR-Lösungen, die es für Windows gibt, wie FineReader oder OmniPage oder wie sie alle heißen, die sind eigentlich sehr, sehr gut mittlerweile. Und die gibt es für Linux so eben nicht. Ich habe jetzt gehört, vor kurzem, vor 2-3 Tagen, habe ich eine Mail bekommen, dass es wohl von FineReader Bestreben gibt, die OCR auch für Linux verfügbar zu machen. Aber im Moment bin ich da noch sehr kritisch. Vielleicht liegt das auch jetzt daran, weil es ein bisschen schwierig ist, an die Versionen zu bekommen. Also so, Abby vertreibt es nur so nach dem Motto, sie bekommen eine Testversion, wenn wir von Ihnen Ihre persönlichen Daten bekommen, die E-Mail-Adresse, Anschrift und dann können Sie auch mal eine Version, die 60 Tage gültig ist, bekommen. Finde ich so ein bisschen kritisch. Also, ja, das stimmt schon, aber also ich habe jetzt, mein Informationsstand, der letzte war eben, dass das Produkt von Abby für Linux keine OCR beinhaltet, sondern nur entsprechende APIs bereitstellt, um OCR implementieren zu können und um das aus anderen Programmen raus nutzen zu können. Ist noch nicht so ganz klar irgendwie. Muss ich nochmal prüfen. Ist noch nicht ganz klar raus. Ja, soweit jetzt erstmal zu diesem Thema, zu den Problemen, die es soweit gibt. Ja, jetzt denke ich, wir erstmal die Möglichkeit, ein paar Fragen zu beantworten. Und je nach Interesse würde ich dann die ein oder andere Vorführung vielleicht doch machen. Aber wie gesagt, ohne Bild, glaube ich, ist es nicht so wirklich eindrucksvoll. Ja, gut, aber durch diesen, weiß ich nicht. Aber
Aber es ist auch nicht schwer, das selbst zu Hause einfach mal auszuprobieren, denn ich weiß jetzt nicht, wie viel von euch zu Hause Ubuntu haben, aber in Ubuntu ist Orca direkt integriert, man braucht noch nicht mal was nachinstallieren. Man kann einfach ein Terminal aufmachen, Orca eingeben und dann wird das Produkt gestartet. Dann wird man ein paar Fragen beantworten müssen, irgendwie, ob man jetzt ein Tastenecho haben möchte oder nicht und ob man Braille aktiviert haben möchte oder nicht, aber die sind alle relativ einfach gestellt, die Fragen, die kann man ohne Probleme, denke ich, beantworten und dann kann man selber damit einfach mal rumprobieren und mal hören, wie das spricht. Die Sprachausgabe ist nicht so gut, weil eSpeak benutzt wird. Das ist eben eine vollsynthetische Sprache, die klingt noch nicht so gut. Naja, ist dafür Open Source, auch wenn es ein kleiner Trost ist, aber ich setze hier eine andere Sprachausgabe ein von IBM, die Via Voice. Die ist nicht Open Source, die ist Closed Source und die kostet eben Geld. Wobei ich mir sagen muss, ich sage das immer so ganz nett an dieser Stelle, 4,29 € gebe ich auch für Linux aus. Also ist doch relativ preiswert. Ja, sonst so viel erstmal zu dem Vortrag, denke ich. Ein bisschen kurz, aber naja, gut, wie gesagt, Demonstration ging jetzt nicht so gut. Dann erstmal soweit Dankeschön fürs Zuhören und jetzt ist Zeit für Fragen zu stellen oder die Preiszeile anzugucken oder wie auch immer. Und da muss ich gestehen, da muss ich ein bisschen passen. Ich weiß es nicht genau. Also es ist schon, im Grunde passiert nichts anderes, dass der Screenreader einfach von dem entsprechenden Element, was den Fokus hat oder wo man gerade eben sich befindet, eine Kopie an das entsprechende Gerät geschickt wird. Also entweder an die Sprachausgabe wird einfach ein Screen kopiert oder an die Braillezeile eben. Also das ganz genau weiß ich es aber nicht. Das Problem, würde ich sagen, ist, es gibt so viel, dass es so viel ist, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man da nimmt. Also ich meine, jeder strickt da irgendwie seinen eigenen Empfehlungen und sie widersprechen sich nicht zwingend, aber es gibt so viel, dass es schon fast zu viel ist und dass man da keine wirkliche Durchsicht hat. Also was ich empfehlen kann und was, denke ich, ganz gut ist, der Screenreader Orca hat eine ziemlich gute Mailingliste, wo auch sehr kompetente Leute mitarbeiten, eben auch die Entwickler direkt wirklich da erreichbar sind. Und wenn man da konkrete Fragen hat, glaube ich, ist es sehr gut, die einfach dort zu stellen, weil man bekommt dann schon sehr qualifizierte Aussagen darüber. Ja, also Orca kann auch direkt Java-Anwendungen benutzen. Das ist in Orca implementiert. Ja, unter Windows gibt es so eine, ich glaube, so eine Java Access Bridge oder so ähnlich. Und die braucht man, aber unter Linux wird die nicht benötigt. Naja, was fehlt, ist klar eine ordentliche OCR. Das hat zwar mit dem Screenreader nichts zu tun, aber das ist elementar wichtig. Und was fehlt, ist, dass das Screenreader schneller laufen muss. Das ist auch elementar wichtig. Und was in letzter Zeit sehr gut geworden ist, ist eben die Unterstützung für Firefox 3.
Und Hoffnung habe ich jetzt auch. Ich war im vorherigen Vortrag, ging es über OpenOffice 3. Und da bin ich jetzt mal sehr neugierig. Das Problem war einfach im Moment immer im OpenOffice, im Impress, dass man eben der Präsentationsansicht, weil die Präsentationsansicht gerendert wird, als Pixelbild dann dargestellt wird, dass man die nicht auslesen konnte, weil eben weil kein Text als Text hinterlegt war. Aber da gibt es anscheinend so ein paar Tricks, die man so ein bisschen anwenden kann, gerade durch die Extension-Schnittstelle, die gemacht wurde im OpenOffice, dass man auf einem Monitor zum Beispiel die Präsentation geben kann und auf einem anderen Monitor eine Notizansicht hat, die man lesen kann. Und wenn man jetzt, wenn die mit Orca zugänglich ist und man würde in die Notizansicht die ganze Präsentation reinkippen, so dass ich meine Präsentation selber auch lesen kann und auf dem anderen Monitor die Präsentation habe, wäre das die ideale Lösung. Das muss ich aber auch noch prüfen. Also ich habe viel zu tun, wenn ich nach Hause komme. Ja, nein, ich habe diese Präsentation habe ich in TPP gemacht, Text Presentation Program, das erstmal für die Konsole entwickelt wurde, was in der Konsole auch funktioniert. Da kann man mit relativ einfachen Anweisungen grafische, also so einblenden, neue Seite, eine Überschrift machen, einen Titel setzen, ein Datum setzen, solche Sachen. Ist relativ einfach. Und dieses Programm habe ich im GNOME Terminal gestartet und eine Vergrößerung und dann die Schrift eben ein bisschen vergrößert. Also hätte ich vergrößert, wenn ein Beamer dran gewesen wäre. Möglich. Naja, also für mich ist einmal ein Grund, dass Frost 2500 Euro kostet und Orca ist kostenlos. Ich finde, das sollte man nicht vernachlässigen. Was? Ne, es gibt mittlerweile keine zwei Versionen mehr. Die Zeiten ist halt, das ist dann halt im Windows XP Professional und Home Edition irgendwann untergegangen und jetzt bei Vista sowieso. Nein, was gibt es sonst noch für Vorteile? Na gut, man muss halt im Moment klar sagen, durch die Probleme, einfach, dass es unter Linux keine OCR gibt und dass es Orca relativ langsam ist. Eben gerade in Verbindung mit großen Internetseiten ist es eben noch nicht so wirklich attraktiv, weil man halt doch schon immer noch die Probleme hat, dass man, ja, dass es eben langsamer ist und dass eben die OCR fehlt. Das ist halt wirklich ein elementares Problem und das bietet Windows einfach. Das hat zumindest die OCR nichts mit dem Screenreader zu tun, aber das ist so eine Beigabe, die eben dermaßen wichtig ist. Und daran scheitert auch der Komplettumstieg, würde ich jetzt behaupten. Das ist so das Problem. Ansonsten Vorteile oder Nachteile würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Kann man, ich glaube, es ist auch noch nicht unbedingt der Zeitraum da, um es zu vergleichen. Ich meine, Orca wird jetzt 3 Jahre entwickelt, 4 Jahre, und der Screenreader JAWS, den gibt es schon seit 10, 15 Jahren. Also ich denke, in 10, 15 Jahren reden wir über solche Probleme, wie wir jetzt haben, unter Linux gar nicht mehr. Naja, also ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich meine, ich weiß, es sind viele Open-Source-Hardliner, aber wenn ich ganz ehrlich bin, meine Güte, wenn die Texterkennung das Einzige ist, was mir fehlt, und ich kriege die für 80 Euro für Linux, dann werde ich kaufen. Warum denn nicht? Also dann bin ich froh, dass ich es wenigstens habe. Also wenn jetzt der FineReader für Linux verfügbar ist und es funktioniert und das tut genauso gut, ja, dann kaufe ich es doch. Da bin ich doch nicht so dumm und sage einfach, das ist der einzige Grund, warum ich Linux nicht vollständig benutzen kann, dann wird es gekauft. Doch keine Frage. Aber anderer Weg, der, denke ich, sehr interessant ist, wo ich aber im Moment noch nicht unbedingt die Fortschritte sehe, beziehungsweise mir noch nicht so ganz klar ist, wie lange das noch dauert,
ist einfach, Google hat mal im Rahmen, dass sie E-Books bereitstellen und ein E-Book-Portal basteln wollten oder noch wollen, das weiß ich nicht so ganz genau, haben sie eben eine Software entwickelt oder entwickeln noch, die unter Linux Bücher über Einzugsscanner einliest. Und die Software soll Open Source sein. Das war wohl eine Auflage. Und wenn das funktioniert, dann ist das natürlich super. Wenn die Software so weit entwickelt wird, dass es richtig brauchbare Ergebnisse gibt, dann ist es super. Aber bis jetzt sind eben auch da die Ergebnisse leider noch nicht so, dass sie optimal sind. Also die zwei Wege sehe ich. Einmal über das Projekt von Google und eben einmal über so eine proprietäre Lösung von WeFindReader zum Beispiel, wenn die in den Linux-Markt drängen. Ich kann es nicht genau sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Markt unter Linux noch nicht so da, keine Ahnung. Also ich denke auch mal ehrlich gesagt, dass Abby jetzt, die den FindReader entwickeln, im Moment so ein bisschen, deswegen ist so die Information, so eine Testversion rausgeben, wenn man denn seine Adressdaten hergibt, wenn das denn eine richtige OCR ist, ist das wahrscheinlich erstmal ein Versuch, um zu gucken, ob es überhaupt einen Markt für Linux gibt, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau, aber das dürfte eben so der Grund sein. Wahrscheinlich ist im Moment nicht wirklich der Markt da, beziehungsweise vielleicht glauben sie auch nur, dass der Markt nicht da ist. Das weiß ich nicht. Das ist aber eigentlich nicht mehr so ein Problem. Also jetzt gerade die Scanner, ich meine, wenn ich neue Scanner kaufe, dann kaufe ich mit Sicherheit keinen Scanner mehr, der es unter Linux absolut nicht tut. Da kann ich ja als Kunde schon ein bisschen drauf achten. Also gerade vom Plastik, die Geräte zum Beispiel, habe ich gehört, werden alle sehr gut unterstützt. Und da gibt es echt, also gerade für Texterkennung, super Teile, die, da werde ich mir jetzt demnächst auch einen besorgen, der Glas bis vorne direkt an die Kante hat, damit man bis in die Buchfalz genau reinscannen kann und dann nicht Erkennungsschwierigkeiten kriegt. Weil wenn man das Buch so flach drücken muss, dann ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber da gibt es echt schon super Geräte, die auch unter Linux tun. Ich glaube, das ist eher das geringere Argument, wenn ich ehrlich bin. Nee, das sind keine Einzelscanner. Das sind nur normale Flachbettscanner, die so ein bisschen halt, die halt so ein bisschen Glas waren, die halt haben ein bisschen Vorrichtung dazu haben. Ach, das bin ich schon wieder. Schlimm. Ich hätte es aufmachen sollen, na gut. Wir sind am Ende. Gut, ich sage mal ganz platt, in dem Moment, die Bibliothek der FU in Berlin wird sich bedanken, wenn ich die Bücher aufschneide. Also, ja, das ist eben auch ein Standpunkt. Klar ist es nervig, aber ich kann nicht ein Buch in der Bibliothek ausleihen und aufschneiden, damit sie in den Einzugsscanner passt und dann die Papiere hinwerfen. Wird schwierig. Also Orca wird nicht sterben, wenn das jetzt die Befürchtung ist. Orca wird nicht sterben, dafür ist die Community einfach mittlerweile zu groß geworden. In Europa gibt es also auf der Mailingliste auch reger Betrieb. In Europa ist schon ein sehr großes Potenzial da, in den USA sowieso. Und einfach, ja, weil schon sehr gut vorangeschritten ist und Sun auch da stetig am Entwickeln ist. Also ich denke, das wird nicht mehr eingestampft, das wird nicht funktionieren. Ja, wie gesagt, das Hue wird entwickelt, was eben so, naja, Konkurrenz kann man nicht sagen, aber wie gesagt, das wird entwickelt. Wie weit es nun kommt, kann keiner sagen. Also das Projekt geht jetzt noch 2 Jahre und wie weit sie in 2 Jahren sind,
Ich weiß es nicht. Also ich habe zwar meine Zweifel, aber vielleicht überraschen sie alle. Das Projektteam kann ja sein. Ich glaube es nicht, aber kann sein. Aber Orca wird trotzdem nicht sterben, denke ich nicht. Dafür ist zu viel Interesse da, dafür ist schon zu viel passiert. Also Orca ist auch über hier live gnome.org/orca zu finden. Also relativ einfach die Adresse. Weiß ich nicht genau, ich vergleiche das nicht unbedingt in dem Sinne, also sicherlich gibt es da noch die eine oder andere Internetseite, einfach auch weil das unter Windows durch langwierige Erfahrung noch besser halt implementiert ist, die Zusammenarbeit zwischen Screenreader und Browser eben, die ist unter Linux eben noch nicht so intensiv. Firefox 3 ist der erste Browser, die erste Browser-Version, die überhaupt mit Orca tut. Die anderen vorher, da war außer den Menüs nichts zu benutzen. Ja, also da war die Inhalt der Webseite ein HTML-Container und auf diesen Container hatte der Screenreader keinerlei Zugriff. Nichts. Also gibt sicherlich noch die ein oder anderen Seiten, aber im Zuge, dass eigentlich Firefox 3 die erste Version ist, die überhaupt was tut, finde ich, ist das schon sehr, sehr gut. Ja, ich denke, wenn dann nochmal Interesse besteht, Brellzeile oder wie auch immer anzugucken, ruhig vorkommen, kein Problem. Ansonsten, ich bin heute Abend noch auf dem Social Event und morgen natürlich auch immer mal da und mal hier irgendwo immer unterwegs. Also wir können gerne nochmal irgendwie über die eine oder andere Frage reden. Ich bin da ganz offen, also wie gesagt, ist kein Problem, ich bin nicht weg. Und ansonsten, wenn ihr einfach... ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn die Folien dann im Internet stehen. Ich freue mich immer über Post, wenn ihr Anfragen habt, wie auch immer.
Kritik habt, nur her damit. So kann es nur besser werden.